Sehr geehrte liebe Frau Ministerin Bauer, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Teufel, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Trost, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Speth, lieber Herr Alt, Magnifizenz, lieber Herr Ressel, Spektabilität, liebe Kerstin, Thomas, irgendwo da hinten, liebe Martina Brockmeier, liebe Mitglieder des Freundeskreises und der Deutschen Schillergesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Universitäten und vor allem liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Literaturarchiv, liebe Gäste, den Vorrednern sehr herzlichen Dank für die Vorschusslorbeeren und dem Andreas Reichel Trio ganz herzlichen Dank für die wunderbare Begleitung. Take 5 hätte auch immer so weitergehen können, aber wir reden noch ein bisschen. Urteilskraft, so hieß das Zauberwort der Aufklärung. Wer über Urteilskraft verfügte, konnte als mündiger Bürger unter Bürgern gelten. Aus solchen Bürgern entstand die Öffentlichkeit, die Wiege von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese Öffentlichkeit galt als moralischer Höhepunkt der Zivilisation, als Geburtsstätte der Demokratie, als Polis des 18. Jahrhunderts. Geistig trug man Toga. Die aufgeklärte Öffentlichkeit beruhte auf der Urteilskraft im Singular, auf der einen unteilbaren Urteilskraft. Vernunft war ihre Quelle, das beste Argument ihr Weg, der weiße christliche Mann ihr Akteur. Durch Erziehung oder besser Bildung sollten Fürsten wie Bauern Philosophen werden. Ohne die großen Leistungen der Aufklärung wären wir heute nicht, wo wir sind. Doch ihre großen Versprechen wurden vielfach und mit guten Gründen als patriarchal, eurozentrisch, ahistorisch und weltfremd kritisiert. Der Aufklärung gebrach es an Aufklärung. Mit dieser Einsicht gingen und gehen sozialpolitische Prozesse einher. Immer mehr Personengruppen, zunächst die Bürger, dann die Arbeiter, die Frauen, viele andere mehr, beanspruchten Anerkennung. In der Folge haben sich die Öffentlichkeit und ihre Urteilskraft vervielfältigt, mit politisch wünschbaren Effekten. Heute aber ermöglicht die Vielzahl der Stimmen zwar die Teilhabe am öffentlichen Hören und gehört werden, aber sie garantiert kein vernünftiges Ergebnis mehr. In gegenwärtigen Öffentlichkeiten reagieren viele, darunter nicht weniger halbstarke Urteilskräfte. Sie äußern sich laut und mit polemischer Schärfe in den neuen Medien. Mit ihrer Beschränkung auf wenige Zeichen, ihrer Beschleunigung und Kommerzialisierung von Debatten laden sie zur plakativen Äußerung ein. Die Urteilskraft wird damit zur Ware, zur bloßen Meinung verkürzt. Ihr wahren Charakter schmilzt die Substanz der Urteilskraft ab. Das ausgewogene, unparteiliche Abwägen von Argumenten, Gründen, Sichtweisen, Gefühlslagen, Unausgesprochenen. Diese umfassende Einsicht in diese Dinge machte die Urteilskraft einstmals überhaupt erst zur Grundlage der Aufklärung. Wie lassen sich die Tugenden der Urteilskraft heute wiederbeleben? Wer Antworten auf diese Frage sucht, muss ins 18. Jahrhundert zurückblicken. Unser aufklärerischer Gründungsmythos war zu einfach und einlinig erzählt. Vielmehr kannte schon die Aufklärung ihre Gegner, inspirierte Pietisten ebenso wie orthodoxe Anhänger des Offenbarungsglaubens, kurz zusammengefasst als Gegenaufklärung. Der erste prominente Denker der Urteilskraft gibt über dieses Zusammenspiel von Aufklärung und Gegenaufklärung Auskunft, der französische Protestant Pierre Bel. Im Jahr 1697 veröffentlichte er sein historisches und kritisches Wörterbuch. Es sollte schon deshalb Epoche machen, weil es kein Wörterbuch im Sinne eines reinen Nachschlagewerkes war. Bel stellt historische Personen wie den Religionsstifter Mohammed und die griechische Hetäre Lais vor. Der Blick in Bels Artikel überrascht. Der Haupttext dieser Artikel umfasst oft nur wenige Sätze. Dafür finden sich auf jeder Seite unzählige Fußnoten. In diesen Fußnoten passiert der aufklärerische Schreibakt. Bel stellt unterschiedliche Einschätzungen vor und diskutiert sie mit Werf. Mohammed beispielsweise gilt ihm zwar als falscher Prophet,
Aber die Lügen, die über ihn im Umlauf sind, erregen Bale so sehr, dass er über 50 Gelehrte zitiert, um die Äußerungen über Mohammed als Unwahrheiten zu entlarven. Bale klagt über die Gewaltsamkeit, mit der Mohammed seine Religion etablierte, ebenso wie über seine rigide Gesetzgebung, die Frauen betreffend. Zugleich spürt Bale einer Behauptung nach, die ihn fasziniert, dass Mohammed nämlich eine Toleranzschrift für den Umgang mit anderen Religionen verfasst habe. Bales Eintrag über Lies hingegen lässt schmunzeln. Durch genaue Exegese der Quellen erörtert er, wie viele Liebhaber die kluge und schöne Lies hatte und welcher Gelehrte wie viele davon zählte. Außerdem gibt Diogenes, der Philosoph, der angeblich wie ein Hund in einer Tonne lebte, ein ungelöstes Rätsel auf. Ausgerechnet er, der Kyniker, betete die besagte Dame ganz unzynisch an, und Bale hätte wohl zu gerne gewusst, ob dies nur deshalb geschah, weil sie sich ihm angeblich ohne Entlohnung hingab. Der Leser möge über Fälle wie diese urteilen, so Bales Forderung, und zwar unparteiisch. Bale meinte mit dem Leser übrigens auch Frauen. Oft waren sie es, die Bales Wörterbuch in andere Sprachen übersetzten und zu dem machten, was es war. Ein scharfsinniges und gewitztes Gründungsdokument der Aufklärung. So handelt es sich beispielsweise bei der deutschen Fassung aus den Jahren 1741 bis 1744 weniger um eine Leistung des damaligen Literaturpapstes Johann Christoph Gottsched. Auf dem Titel ist er natürlich trotzdem als Herausgeber vermerkt. Vielmehr hatte seine Frau, die Autorin Luise Adelgunde Viktorie Kulmus, mehr als die Hälfte der Bale-Artikel übertragen und so hätte eigentlich die Herausgeberschaft wohl eher ihr gebührt als ihm. Bales Werk kann als Archiv zwischen Buchdeckeln gelten, vielstimmig und mitunter radikal. Bale kritisierte vermeintlich eindeutige Wahrheiten der Geschichte und der zeitgenössischen Gegenwart. Seine Leserinnen und Leser sollten zu diskussionsfreudigen Skeptikern werden, durch Quellenkritik. Urteilen gilt hier nicht mehr wie zuvor als Angelegenheit der Herren auf dem Katheder, sondern als Anforderung an das Publikum, bei Hofe, in der Stadt und auf dem Land. Urteilen erscheint als neues Kommunikations- und Lebensideal. Aufklärung und Gegenaufklärung waren Teil eines gemeinsamen Prozesses der Selbstreflexion. Dieses Bewusstsein für die vielen Urteilskräfte speist sich aus einer Debatte französischen Ursprungs, derjenigen über die Frage, was guter Geschmack sei. Guter Geschmack gehörte zu den Eigenschaften, durch die sich der Adel und die wohlerzogene Bürgerlichkeit gegen untere Schichten abgrenzten. Guter Geschmack bezeichnete vieles. Das Tragen standesgemäßer Kleidung, ebenso wie die Gabe, angeregt über das Schöne, etwa eine Tragödie von Pierre Corneille zu plaudern. Der Geschmack verriet, wie es der spanische Jesuit Balthasar Gracian in seinem Randorakel zeigte, Herkunft, Schwächen und Absichten eines Menschen. Bezeichnenderweise empfahl der sogenannte deutsche Bale, der Jurist und Philosoph Christian Thomasius Gracians Schrift im Jahr 1687 als französische Geschmackslehre. Ihr sollten die Tumpen Teutonen künftig nacheifern. Bales Wörterbuch leistet vor diesem Hintergrund vieles. Es erzählte salonfähige Geschichten und vermittelte, wie man mit Esprit debattieren konnte. So betrachtet erscheint sein intellektuelles Archiv auch als besonders umfangreiche Klugheitslehre wie als galante Konversationsübung. Aber der gute Geschmack hatte seine Tücken. Diese liegen noch heute im Subjekt. Denn Empfindungen des Angenehmen oder Schönen sind unzuverlässig, abhängig vom Betrachter, Hörer und Leser. Als man sich beispielsweise um die Jahrhundertmitte über den ästhetischen Wert der französischen Klassik stritt, setzte sich Gottsched für sie ein. Gottsched erfreuten ihre Ideale, die Wohlanständigkeit und Wahrscheinlichkeit des Dargestellten. Gotthold Ephraim Lessing hingegen wetterte über die Banalisierung der Dramenlehren des Aristoteles, wie er sie vor allem Corneille vorwarf. Rationalisten wie der Mathematiker und Diplomat Jean-Pierre de Cruzas
So wie die Philosophen Alexander Gottlieb Baumgarten und Georg Friedrich Meyer suchten, ästhetische Urteile vernünftig zu begründen. Wer sich am Schönen erfreute, der konnte aus ihrer Sicht auf untere Vernunftvermögen vertrauen. Sie funktionierten ebenso wie die oberen, die Vernunft und der Verstand. Skeptiker wie Bayle hingegen sahen ihre Position durch das unzuverlässige Schöne gerechtfertigt. Auch David Hume goss Wasser in den rationalistischen Wein. Aus seiner Sicht gefällt jedem Menschen etwas aufgrund seiner Erfahrungen und Vorlieben, diese sind aber eben jeweils verschieden. Ästhetische Urteile lassen sich aus seiner Sicht nicht als richtig oder falsch, sondern nur als relativ erweisen. Im Ausgang des 18. Jahrhunderts versuchte der schon zitierte Immanuel Kant, den gordischen Knoten Urteilskraft zu lösen. Urteile über das bloß Angenehme erscheinen Kant als subjektiv. Jeder empfinde anderes als angenehm. Der eine bevorzugt schweren Rotwein, der andere spritzigen Riesling. Urteile über das Schöne hingegen dürfen Allgemeingültigkeit beanspruchen und sind mit Kant nicht subjektiv. Denn das Schöne, ein Gemälde, Blumen oder vielleicht auch ein schönes Bäumchen wie dieses hier vorn, gefalle ohne Begriff allgemein. Der Grund dafür liegt im freien Spiel. Der Spielbegriff führt ins Zentrum der trotz Kant noch offenen Probleme, die das Schöne verursachte. Wie viele sogenannte Kant-Schüler deutete unser lokaler Held Friedrich Schiller den philosophischen Urvater munter und eigensinnig um. Schillers Kant-Ausgabe mit Marginalien, deren Abdruck Sie auf der Einladungskarte finden, lässt es ahnen. Der Mensch sei nur dort ganz Mensch, wo er spielen, sich interesselos hingeben könne, meint Schiller infolge seiner eigenwilligen Kant-Lektüre. So rechtfertigt Schiller vieles. Zum einen die Auffassung von der Autonomie der Kunst, einer Kunst, die sich eigengesetzlich und ohne Rücksicht auf Verwendungszwecke entfalten soll. Zum anderen folgert Schiller, dass der Mensch sich nur unter bestimmten Umständen und in kleinen verschworenen Zirkeln, wie diesen hier, öffnen könne. Die Mitglieder solcher Zirkel zeichnen sich nicht durch Geburt und Stand, sondern durch Liebe aus. Sie versöhnen Sinne und Geist, Auge und Ohr, verhelfen Vernunft und Schönheit gleichermaßen zu ihrem Recht. Schon für die Natur ist Schönheit ein Lebenselixier. Welcher Vogel bräuchte für den bloßen körperlichen Selbsterhalt ein buntes Federkleid? Welcher Baum seine vielen Triebe? Der reine Schein aber, der Schiller idealisch vorschwebt, vermag noch mehr. Er bildet ein eigenes Reich aus, einen ästhetischen Staat. Hier herrscht Freiheit und eine alles harmonisierende Schönheit für das Zepter. Den Menschen erteilt sie einen geselligen Charakter. Mit Schillers Worten: Die Schönheit allein beglückt alle Welt und jedes Wesen vergisst seine Schranken, solange es ihren Zauber erfährt. Schillers ästhetische Vision erscheint so verträumt wie faszinierend und in einem positiven Sinne utopisch. Das Schöne gilt Schiller als Probierstein und Schule der Urteilskraft. Vor allem aber erweist es sich als Band zwischen den Menschen, als ein Band, das unterschiedliche Temperamente, Lager und Fraktionen verbindet. Das Schöne in seinen klassischen wie modernen Formen und seine Urteilskraft werden an einem Ort besonders kultiviert. Wo könnte es anders sein? Es ist das Literaturarchiv. Ein solches Archiv ist keine beliebige Informationsinfrastruktur und auch nicht einfach nur ein Dienstleister für seine Nutzer. Vielmehr urteilt so ein Literaturarchiv selbst. Es archiviert, was es für bewahrenswert hält, kassiert, was nach Prüfung nicht dazu gehört, erschließt, was zugänglich gemacht werden soll und lehnt ab, was für dieses spezifische Archiv ungeeignet scheint. Auf diese Weise steht ein Literaturarchiv in direktem Kontakt mit der Ewigkeit. Es fällt ein folgenreiches Urteil über einen Autor und seinen Vor- oder Nachlass, aber eben nur ein Urteil. Konkurrierende Auffassungen gehören dazu. Deshalb stellt sich etwa das deutsche Literaturarchiv Marbach als eine sich selbst notwendigerweise stetig reflektierende Einrichtung dar, als ein öffentliches Forschungsarchiv.
Ein solches öffentliches Forschungsarchiv handelt aus Abstimmungsprozessen heraus, und zwar kooperativ mit ähnlichen Institutionen, mit Literaturvermittlern wie Publizisten, Literaturhäusern, Wissenschaftlern und dem Publikum. Das Publikum, also Sie, ist hier in einer besonderen Form verfasst, der Deutschen Schillergesellschaft. Avantgardistisch gesprochen, das DLA wird von seiner ganz eigenen Community getragen. Die Urteilskräfte, die im DLA und seiner Community am Werk sind, orientieren sich an Kriterien von ästhetischer Eigenheit und geistesgeschichtlicher Bedeutung, sowie an Verblüffungsmomenten, die von einem Buch, einem Essay, einer klugen Polemik ausgehen. Nach Marbach gelangt, was sich durchgesetzt hat oder zu Unrecht vernachlässigt wurde, begleitet von der Hoffnung auf unbekanntes Strandgut, der Neugier auf den Zufallsfund. Archivarische Urteilskräfte wie diese sind an der Quellenkritik à la Bayle geschult. In den reizarmen Kellerräumen des DLA wird giftige Polemik in säurefreie dunkelgrüne Kästen verstaut. Hier liegen Autoren nebeneinander, die sich im wirklichen Leben nichts zu sagen gehabt hätten. Martin Heidegger neben Hermann Hesse. Das Archiv egalisiert. Jeder Nachlass wird hier mit gleicher Sorgfalt behandelt. Streit hebt das Archiv durch seine Arbeit am Material auf. Zugleich ermöglicht es seine Wiederauflage für die Zeitgenossen, die sich an Ähnlichen reiben wie die intellektuellen Ahnen. Ins Archiv gehen bedeutet, den handwerklichen Umgang mit Kulturgut schulen, sich durch die Auseinandersetzung mit schwierigen Handschriften wie etwa denjenigen Hölderlins in Geduld üben, im Vergleich von publizierten und nicht publizierten laut und leise gelesenen Werken Unterschiede entdecken. Lauscht man etwa der Aufnahme von "Manche freilich müssen drunten sterben" aus dem Munde des Autors Hugo von Hofmannsthal, dann klingt sein Gedicht wie ein Lied von Galeerensklaven. Aus der Textversion lässt sich dies nicht ohne weiteres heraushören. Das Archiv, das DLA mit seinen 1400 Vor- und Nachlässen, seinen 34 Verlagsarchiven, seinem über 100-jährigen Tonarchiv der Literatur und seinen über 450.000 Bildern und Objekten, schult nicht nur das Lesen, sondern auch das Hören und Sehen. Um diese sinnliche Fülle wahrnehmen zu können, bedarf es nicht nur der Quellenkritik, sondern auch der schillerschen, spielerischen Offenheit. Erst die Begeisterung für die Bestände, die Begeisterung für den so reizvollen, oft sperrigen und widerborstigen Gegenstand Literatur machen ein Literaturarchiv zu einem solchen. Und diese Begeisterung gebiert Fragen und Forschung. Bestandsbezogene Forschung, hat die Wissenschaftspolitik gemeint, ist vor allem der Wissenschaftsrat, diesen Vorgang getauft. Mit dem Forschungsverbund Marbach-Weimar-Wolfenbüttel haben die beteiligten Akteure ein wichtiges Experiment begonnen. Bestandsbezug aber ist ein so nüchterner wie schillernder Begriff. Die Sammlungen des DLA regen Fragen an, geben sie jedoch nicht vor. Was in unseren Kellern liegt, lässt sich selten als eine vollständige und durchkomponierte Sammlung beschreiben. Epistemologisch ist wohl jede Sammlung unterbestimmt. Fragen und Forschungen im Archiv sind dem Bestand gewidmet und umspielen ihn zugleich. Das Archiv des Kotter Verlags beispielsweise erweist sich erst einmal als unübersichtliche Summe von Briefwechseln, Manuskripten und Druckwerken. Sein Material strahlt durch bestandstranszendierende Fragen nach der Persona von Autor- und Verlegermäzen oder nach den transatlantischen globalen Literaturbeziehungen, die der wirkungsmächtige Verlag einst einging. Solches Material legt es umgekehrt nahe, in der Forschung den Kurs zu wechseln. Nicht erst heute haben wir es mit internationalen Literaturmärkten zu tun. Das Kotter-Archiv zeigt, dass Vernetzungen wie diese Literatur frühzeitig zu einem weithin bekannten Kulturgut machten. Heute können solche Vernetzungen auch im digitalen Raum stattfinden. Wenn wir Texte online verfügbar und vielleicht sogar im Volltext durchsuchbar machen, dann können auch Studierende in Afrika und China mitlesen. Wir sollten digitale Plattformen für Nachlässe wie denjenigen Franz Kafkas, denjenigen Else Lasker Schülers oder denjenigen Stefan Zweigs aufbauen. Diese liegen in unterschiedlichen Archiven weltweit verstreut.
und können so virtuell zumindest an einem Ort zugänglich gemacht werden. Wir müssen uns dem widmen, was in die Gegenwart hineinwachsende Archive zunehmend beschäftigt. Dem Umgang mit den schon beschworenen Born Digitals. Das ist solche Literatur, die meist kein Manuskript mehr kennt, sondern direkt auf dem Computer geschrieben wurde. Wenn ein Literaturarchiv wie das DLA seiner Öffentlichkeit etwas mitteilen kann und will, dann ist es seine Begeisterung, die aus der Bestandskenntnis und der fragenden, forschenden Neugier erwächst. Diese Begeisterung kann ebenso ernst wie witzig oder ironisch gebrochen sein. Sie kennt eine große Bandbreite von Wahrnehmungs- und Zugangsweisen. Das Staunen, Lachen, Weinen über einen Text ebenso wie die Spekulation, den scharfen analytischen Blick, die empirische Studie oder das Experiment. Das Archiv bietet nicht nur Manuskripte und Briefe, sondern verzeichnet in seinen Büchern auch Lesespuren und handschriftliche Glossen. Real existierende Leser, über die wir im Zeitalter des viel zitierten Leseschwunds gerne mehr wüssten, dokumentieren sich hier selbst. Mit Partnern wie dem Leibniz-Institut für Wissensmedien, dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik und dem Goethe-Haus Frankfurt gründet das Deutsche Literaturarchiv deshalb gerade ein Netzwerk literarischer Erfahrung. Gemeinsam wollen wir das Leseverhalten unserer Besucher und den Einfluss ihrer Herkunft und ihrer Vorlieben, ihrer Vorbildung darauf erforschen. Auf Ihren Sitzen finden Sie die Erstausgabe unseres Marbacher Fragebogens für Besucher. Ein Fragebogen für Autoren wird folgen. Bitte nehmen Sie dieses für die Archivgeschichte sicher nicht ganz dieses ganz neue Dokument jedoch nicht mit, sondern füllen es aus und geben es draußen an den Tischen ab. In der nächsten Zeit wollen wir viele dieser Fragebögen verteilen und vor allem auswerten. Wir wollen mit unseren Mitteln dazu beitragen, unsere Lesekultur wiederzubeleben. Zu diesem Zweck wird das DLA mitunter auch den Raum wechseln, um zu fragen, ob Literatur etwa in der Peripherie anders wirkt als in der Hauptstadt. Die Begeisterung aus dem Archiv hilft dabei auf ihre eigene Weise. Denn manchmal erlaubt sie etwas ganz Besonderes, viel zu oft Vernachlässigtes. Den Genuss, den Schiller arbeitsethisch als Folge und Bedingung von Tätigkeit beschreibt. Die Muße, ohne die man nicht auf andere Gedanken kommt, und den Mut zu geistreichem Unsinn, aus dem mitunter erst Sinn entsteht. So feinsinnig das klingt, ist das Archiv aber doch keine Pilgerstätte der Entschleunigung. Vielmehr ist es ein Brennglas der Vergleichzeitigung. Hier wird Vergangenheit gegenwärtig und Gegenwart historisiert sich. Autoren geben ihre Nachlässe nicht deshalb ins Archiv, weil sie hier ihre letzte Ruhe finden wollen. Vielmehr hoffen sie auf das, was einst anschaulich Nachleben hieß und heute kühl Aktualisierung getauft wird. In den Museen des Archivs finden sich die kombinatorischen Zeichenspiele Wilhelm Weiblingers schon deshalb neben Hans Magnus Enzensbergers Poesieautomaten. Was aus der Zukunft der Literatur in das Brennglas des Archivs strahlen wird, können wir heute nur schemenhaft erahnen. Aber einiges lässt sich mit ahistorischer Sicherheit vermuten. Heute hätte Christoph Martin Wieland seinen Agathon möglicherweise als Blog-Tagebuch verfasst, um seinen Helden liebevoll und ironisch am Versuch der Selbstbildung scheitern zu lassen. Schillers Räuber wären vielleicht ein Computerspiel geworden, ein Adventure-Game. Und aus Goethes Twitter-Meldungen über seine italienische Reise klänge der enthusiastische Ausruf: Nach Tisch ohne Begleiter auf das Kapitol oder besser gleich ins Archiv, wie wahr, wie seiend. Der Begriff Archiv kommt bekanntlich von Arche, griechisch Anfang oder Ursprung. Hier ist der Ort, wo sich Schillers ganzer Mensch immer wieder neu bilden kann. Literaturarchive sind nicht bloß Luxustempel, die man sich auch leistet. Literaturarchive sind unverzichtbare Kulturorte. Sie bewahren, vermitteln und befragen die Erzählungen, Dramen und Verse, die Argumente und Denkformen, die Werte und Werturteilsstreitigkeiten, die unser Wahrnehmen und Entscheiden geprägt haben. In einer Zeit, die durch Flüchtigkeit ihrer digitalen Aufschreibesysteme gekennzeichnet ist,
versorgen Sie unser kulturelles Gedächtnis mit Texten, Tönen und Bildern. Aus einem solchen tätigen und reflexiven Gedächtnis erst entstehen die geistigen Grundlagen unserer Zivilisation, die Urteilskräfte, derer wir und künftige Generationen dringend bedürfen. Herzlichen Dank.